spritzt ihr etwas Wasser ins Gesicht. Dann kommt sie zu Bewusstsein. Alles wird gut werden. Lass mich durch, das ist meine Mama. Mama, steh bitte auf. Steh auf, Mama. Vandana? Alles ist gut. Geht weg. Macht Platz. Vanvari. Hier, ein Energieriegel. Geben Sie ihn ihr. Dann wird sie sich besser fühlen. Vandana, bitte isst das. Warum habe ich das Gefühl, so einen schon mal gesehen zu haben? Was war denn los? Ich weiß auch nicht, Vanvari. Ich weiß nicht, was los war. Schon gut, aber geht's dir jetzt besser? Bitte, kommen Sie. Bitte. Sie sind an das kühle Klima in Rishikesh gewöhnt. Die Hitze in Delhi war Ihnen wahrscheinlich zu viel. Mit Klimaanlage wird es besser. Ist es so kühl genug? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich fühle mich seltsam. Mama, kann ich dir die Schokolade geben? Was ist passiert? Wie hast du dich an der Hand verletzt? Das ist gar nichts. Dad! Okay. Ich bin hier, okay? Ich werde mich um alles kümmern, okay? Frag mir nur eins. Wo bist du gewesen während des Unfalls? Ich war... Nein, bitte, sagen Sie mir, wie es ihm geht. Archie, warte! Sorry, Dad. In der Liebe und im Krieg fließt Blut. Und dieses Mal wird es dein Blut sein. Alles wird gut. Er ist nicht so schwer verletzt. Er wird wieder. Gott sei Dank. Ich hatte solche Angst. Was, wenn Dad etwas zugestoßen wäre? Ich glaube, dann wäre ich vor Trauer am Boden zerstört gewesen. Oh mein Gott, Dad. Ich liebe dich. Bitte lass mich in dieser großen, schlechten Welt nie allein. Alles okay bei dir? Alles okay, Archie. Mir geht's gut. Kommt, fahren wir nach Hause. Du musst dich jetzt ausruhen. Wir reden dann später in Ruhe, wenn du wieder fit bist. Ja, Arvind, ruh dich aus. Es ist okay, wenn du morgen nicht zu Puja kommen kannst. Aha, okay.
Ich meine, wenn ich nicht komme, schicke ich Archie einfach. Ich sage, du kommst nur zu Pooja, wenn du dich besser fühlst. Wenn nicht, lassen wir es. Hast du starke Schmerzen, Dad? Nein, alles gut. Ich werde klarkommen. Shorya, selbst wenn ich nicht kommen kann, Archie kommt auf jeden Fall. Ja, okay. Ich muss jetzt los. Ruh dich gut aus. Bis dann. Bye. Danke, Shorya. Kümmere dich um ihn. Vandana, ich mache dir eine Kurkuma-Milch. Du bist bestimmt vor Erschöpfung umgekippt. Mama, ich massiere dir die Füße, ja? Hier, Vandana. Trink das und danke Göttin Ganga. Dann wird es dir in einer Stunde schon besser gehen. Vandana, ich finde, du siehst nicht so gut aus. Ich denke, du solltest zu einem Arzt gehen. Aber nein, Banvari. Ich bin nur ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, warum ich an diesem Ort ohnmächtig geworden bin. An diesem Ort? Was meinst du damit? Ich weiß es nicht. Ach, ich trinke diese Milch, dann wird es mir bestimmt besser gehen. Ich ruhe mich ein bisschen aus. Dann wird das schon wieder. Warum bist du krank geworden, Mama? Damit du endlich mal sehen kannst, was ich durchmachen muss, wenn du krank bist. Komm her. Komm, schlaf jetzt. Ich hab ein paar schöne Träume gewebt. Sie werden wahr, wenn du jetzt ganz lieb einschläfst. Mein liebes Kind spielt dann oben auf dem Mond. Und der Preis für den besten Schauspieler geht an den großartigen Mr. Arvin Basin. Wow, Dad, das war super. Du bist ein Genie. Du warst einfach großartig. Du hast genau das gesagt, was ich von dir hören wollte. Deshalb sind wir so ein gutes Team, Dad. Deshalb liebe ich dich so sehr. Dad, ich liebe dich. Archie, eine Sache macht mir noch Sorgen. Rakesh, bring mir Wein. Du hättest Shorya nicht anlügen sollen. Wenn er die Wahrheit erfährt, bekommst du Probleme. Du wirst langsam alt, Dad. In deinem Alter sollte man sich nicht so stressen. Danke. Verschwinde. Du hättest heute aber keine Szene machen müssen. Hast du gemerkt, wie Shorya ohne zu zögern zu mir gerannt ist, weil ich Probleme hatte? Er hat mich für seine geliebte Mehek verlassen. Ich musste ihn einfach zurückgewinnen. Du hast so viel Geld für mein Studium ausgegeben und mich nach London geschickt, um Psychologie zu studieren. Das musste ja für irgendwas gut sein. Mein Wissen über das menschliche Verhalten hat mir geholfen, einen so erfolgreichen Mann wie Shorya zu finden. Ich habe wirklich Glück. Aber Archie, du solltest... Ich habe Shorya zum ersten Mal in Rishikesh gesehen. Dort habe ich ihn eine Weile lang beobachtet. Ich wollte ihn. Ich wusste es sofort. Shorya kann. Attraktiv. Erfolgreich. Und liebevoll. Shorya ist einfach perfekt. Und dann wurde mir plötzlich klar, dass ich Sahil brauche, um an Shorya ranzukommen. Und Mehek brauchte ich, um ihn kennenzulernen. Shorya ist perfekt. Mehek war primitiv. In der Psychologie beschäftigt man sich mit dem menschlichen Verhalten.
Ich habe mein Wissen genutzt, um Shuria und seine Familie zu beeindrucken und zu täuschen. Sorge dich nicht um mich, Dad. Ich weiß, wie ich kriege, was ich will. Du hast es ja gesehen. Was ich mit den Leuten anstelle, die es tatsächlich wagen, mir in die Quere zu kommen. Warum ich so unruhig bin. Ich weiß nicht, wer mir helfen könnte. Ich verstehe einfach nicht, was mit mir los ist. Dieser Ort, alles hier erinnert mich an etwas. Ja, Mr. Meta, ja. Ja, das war ein Problem mit dem Empfang. Jetzt höre ich Sie gut. Okay, wir treffen uns morgen. Okay, bye. Shoria. Ja, aber du kommst aber nur, wenn es dir und Arvind auch wieder besser geht, okay? Die Wali gibt es jedes Jahr. Shoria, du machst dir zu viele Sorgen um mich. Dad geht es wieder besser und ich bin schon auf dem Weg zurück. Okay. Karuna, ja? Sieh dir das an. Hm? Sieh dir diese Süßigkeiten an. Sieh dir diese Barfi doch mal etwas genauer an. Die sehen ungenießbar aus. Und matschig. Mehek hätte Panjiri gemacht, das dich in Erinnerungen an alte Zeiten hätte schwelgen lassen. Meine liebe Familie, Happy Diwali. Happy Diwali, Vicky. Happy Diwali, Shoria. Dolly, Happy Diwali. Ja. Shoria, wir haben in den nächsten Stunden ein paar Termine. Wir müssen gleich losgehen. Archie, wir sehen uns, wenn ich wiederkomme. Bye. Panjiri. Farah, bring mich zu einem Konditor. Ich glaube, ich bringe Panjiri für alle mit. Ich gehe nicht baden. Ich gehe zu Shoria. Er hat jede Menge Feuerwerk in seinem Haus. Neve,
Sei nicht so stur. Nein! Was habe ich dir gestern gesagt? Aber Mama, ich mache auch keinen Unsinn. Ich will doch nur spielen. Mir ist hier so langweilig. Ich muss hier immer zu Hause bleiben. Auch in Rishikesh. Mm. Hör zu, Neef. Soll ich dir Süßigkeiten machen? Willst du Laddus? Nee. Was ist mit Halva? Will ich nicht. Wie wär's mit Barfi? Mama, ich will jetzt nichts essen. Was ist mit Panjiri? Panjiri? Ist das was Neues? Was ist denn Panjiri? Was ist das für ein Name? Woher der Name Panjiri kommt, das weiß ich gar nicht. Aber es ist sehr lecker. Probieren? Ja, Mama, ich will Panjiri. Aber warum hast du noch nie welches gemacht? Aber Neef, ich habe bestimmt schon mal welches gemacht. Nein, Mama, hast du nicht. Ich erinnere mich an alle Süßigkeiten, die du machst. Und Panjiri hast du noch nie gemacht. Wenn ich das noch nie gekocht habe, woher weiß ich dann, wie man es macht? Banwari, hab ich jemals Panjiri gemacht? Vandana, du weißt, dass ich nichts Süßes esse. Du hast bestimmt mal welches gemacht. Woher solltest du sonst wissen, wie es geht? Ja, stimmt. Banwari, würdest du mir die Zutaten für Panjiri bringen? Ich gehe sie holen. Sie wollen Konditor sein, aber verkaufen kein Panjiri. Machen Sie zu und gehen Sie nach Hause. Ma'am, es ist die Wali. Die Leute kaufen Süßigkeiten wie warme Semmeln. Sie werden nirgends mehr Panjiri bekommen. Haben Sie Panjiri? Nein, leider nicht. Mama, wann ist das Panjiri fertig? Neef, ich bereite es noch vor. Mama, mein Magen knurrt schon. Ach, Neef. Machst du das? Panjiri bitte ganz schnell fertig. Ich mach ja schon. Wow, Vandana! So wie das aussieht, hast du es bestimmt schon mal gemacht. Das war bestimmt in ihrer Vergangenheit. Banwari, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe oder nicht, aber ich weiß ganz genau, wie es gekocht wird. Mama, ich will jetzt Panjiri essen. Okay, du darfst. Hier, nimm. Probier mal und sag, ob es gut ist. Neef, das muss noch fertig gekocht werden. Okay, aber dann esse ich das alles auf. Ich esse heute Panjiri. Meine Mama macht Panjiri. Ich esse heute Panjiri. Ich esse heute Panjiri. Meine Mama macht Panjiri. Du darfst nicht so weit weggehen. Bleib hier und spiel. Sagte ich dir nicht, dass wir Panjiri für die Puja brauchen? Los, kauf irgendwo welches. Meine Schwiegermutter hat mich um eine Sache gebeten. Und nicht einmal die kriege ich hin. Wo kriege ich denn jetzt Panjiri her? Ich könnte Ihnen mit dem Panjiri helfen, wenn Sie wollen. Wirklich? Haben Sie vielen Dank, Sir. Ich komme gleich zurück. Hier ist es, Ihr Panjiri. Nein, das ist mein Panjiri, nicht ihrs. Aber Neef, deine Mutter macht dir noch mehr Panjiri. Das ist für sie. Nein, das ist mein Panjiri, nicht ihrs. Hör zu, Neef, ich sagte, das ist ihr Panjiri. Und jetzt Ruhe. Oh, Sie haben ihm meinetwegen das Herz gebrochen. Tut mir leid, Neef. Danke. Gut, dass er es mir gegeben hat. Sonst hätte ich Neef töten müssen, um es zu bekommen.
Hallo zusammen. Happy Diwali. Schaut her, ich habe Panjiri für alle gemacht. Ich habe am Telefon gehört, wie sehr du Panjiri liebst. Also bin ich umgedreht, nach Hause gefahren und habe welches gemacht. Probier es und sag mir, wie es ist. Ich weiß noch genau, wie dein Panjiri geschmeckt hat, Meg. Wie soll ich Ihnen sagen, dass niemand besseres Panjiri machen kann als du? Niemand auf der Welt. Shorya, bitte probier es.